Herzlich willkommen zum Heiligenfeld-Podcast mit der neuen Serie zum Thema Spiritualität. Mein Name ist Thorn Plöger, Pressereferent und zu Gast heute bei mir. Ja, hallo, ich heiße Vural Shahin und arbeite als leitender Psychologe in der Parkklinik. Interessant. Also heute haben wir mal keinen Kreativtherapeut da, sondern einen leitenden Psychologen. Das ist natürlich interessant. Da kommen wir nachher bestimmt nochmal drauf, weil da hätte ich bestimmt eine Frage, eine Definition zu unserem Thema. Wir wollten uns ja über Dankbarkeit unterhalten, Vural. Was ist eigentlich aus deiner Sicht Dankbarkeit? Ja, also man sagt, im Universum gibt es zwei Kräfte, zwei Stärken. Die eine ist die Liebe und die andere ist die Dankbarkeit. Die Liebe kann man mit Sicherheit auch entwickeln. Aber ich glaube, Dankbarkeit kann man viel leichter entwickeln und auch viel leichter kultivieren. Wir wissen mittlerweile zum Beispiel, dass eine dankbare Haltung, eine dankbare Einstellung das Immunsystem enorm stärkt. Also Dankbarkeit führt zu mehr Freude und dies wiederum führt auch zu mehr Glücksmomenten. Insgesamt wird dadurch das Immunsystem gestärkt. Man könnte auch sagen, der Mensch wird umgeben von einem Energiefeld, was ihn sozusagen auch schützt vor Krankheiten, vor Infekten. Was wir auch wissen, ist zum Beispiel, dass ein Mensch, der dankbarer ist, dass seine Schwingungsfähigkeit einfach viel höher ist und Krankheiten nun mal auch viel tiefer schwingen. Die Frequenz ist einfach tiefer. Und so gesehen würde ich auch sagen, ist ein Mensch, der eben dankbarer ist, nicht so einfach zu erreichen durch die Krankheit. Okay. Ja. Es gibt tatsächlich so viel, wofür wir dankbar sein können, was wir eigentlich gar nicht so bedenken. Rumi, der Mystiker und Liebesprophet, sagt man, der lebt im 13. Jahrhundert und der sagt, dass Sonne, Mond, Erde, Wind und Regen, alle sind bemüht. Die Elemente praktisch. Genau, die Elemente, alle sind eigentlich beschäftigt und bemüht, unsere Nahrung herzustellen. Und wir sehen das eigentlich alles als selbstverständlich. Allein wenn wir das bedenken. Dann, wenn wir morgens aufstehen, wenn wir überhaupt, ich sag mal jetzt, in einem gesunden Körper leben, das heißt, ich kann meine Beine benutzen, ich kann meine Arme benutzen, ich kann meinen Kopf drehen, ich kann mit meinen Händen greifen, ich kann denken, fühlen, sprechen, ja, dann riechen, also wenn mein Atem, wenn ich gut atmen kann und eben die fünf Sinne, ich kann fühlen und ich kann auch schmecken, allein dafür kann man dankbar sein. Dann gibt es Menschen, die haben noch Zugang zu ihrer Intuition. Okay. Und die Intuition ist wiederum nochmal, ja, stellt nochmal die Verbindung her zur Quelle. Ja? Mhm. Wir können dazu Gott sagen oder das kosmische Bewusstsein. Und diese Menschen können mit ihrer intuitiven Fähigkeit, können sie auch nochmal mehr wahrnehmen im Leben. Sie können auch bestimmte Warnsignale wahrnehmen, also Bedrohungen oder so, und sind dann auch dadurch nochmal geschützt. Auch dafür können wir natürlich dankbar sein. Okay. Interessant. Jetzt habe ich ja vorhin schon eingangs gesagt, jetzt habe ich mal einen Psychologen hier. Jetzt habe ich irgendwann mal mich eingelesen, habe gesehen, Psychologen definieren Dankbarkeit als Emotion oder auch als Persönlichkeitseigenschaft. Siehst du das ähnlich oder ist das eher zu wissenschaftlich hergeholt? Also Persönlichkeitseigenschaft, was wir entwickeln können, das kann wirklich zu einer Eigenschaft werden. Und Dankbarkeit kann man ja auch richtig fühlen. Ja. Und natürlich, wenn das nicht nur einfach intellektuell ist, wenn das auch fühlbar ist, umso stärker wirkt das ja auch. Mhm. Umso stärker wirkt es wirklich auch auf unser Immunsystem. Ja. Es gibt da auch eine schöne Geschichte von dem persischen Dichter Sadi, der lebte, glaube ich, im 13. oder im 12. Jahrhundert. Der erzählt, wie ein Mann auf heißem Sand lief. Also heute okay. Ist es ja auch ziemlich heiß. Genau. Das kann man einigermaßen nachvollziehen. Ja. Der lief also auf heißem Sand und der hatte keine Schuhe. Der war so arm. Okay. Und lief auf heißem Sand. Seine Füße brannten und der beklagte sich, ja, und sagte, oh Gott, was ist das für ein elendes Leben? Du hast mir nicht mal ein paar Schuhe gegeben. Okay. Ja? Spannend.
Und die Mystiker sagen, wenn wirklich aus dem tiefsten deines Herzens so ein Schrei hochkommt, ja, dass dann die Antwort eigentlich schon sehr bald kommt. Ah, ja. Und tatsächlich, die Antwort kam ihm entgegen. Ein Mann lief auf Krücken, der hatte nämlich keine Füße. Ah ja. Ja. Okay. Und er sah das und hob seine Hände wieder hoch und sagte, oh Gott, ich danke dir. Dass ich Füße habe. Dass ich Füße habe. Wenn wir das spannend wirklich übertragen auf unsere heutige Situation. Ja. Es gibt immer wieder Menschen, die wir auch auf der Straße treffen, die vielleicht, ja, die vielleicht nicht gehen können oder die körperlich irgendwie behindert sind oder sonst vielleicht nicht sehen können oder vielleicht nicht gut hören können. Und da kann man sich auch nochmal bedanken, dass es uns da vielleicht besser geht, falls es bei uns möglich ist. Ja? Ja. Und außerdem kann man auch dadurch, ich würde sagen, mehr Verständnis entwickeln für diese Menschen, die ja diesen Defizit wiederum nochmal kompensieren müssen durch vielleicht andere Sinne. Ja. Nee, auf jeden Fall. Also das habe ich mir auch schon so in der Richtung vorgestellt. Weil ich auch morgens immer, wenn ich aufstehe, sage ich mal, eigentlich bin ich dankbar, dass ich heute wieder gesund aufstehen kann und wieder auch eine Arbeit habe, dass ich auch arbeiten kann. Ja. Das ist eigentlich eine schöne Geschichte. Ja. Und ich glaube auch Arbeit ist, dass man auf der Arbeit ist, ist dankbar, kann man dankbar sein, oder? Ja, mit Sicherheit. Also es gibt wirklich so viele Dinge, wofür wir dankbar sein können. zum Beispiel, wie du gesagt hast, die Arbeit. Oder tatsächlich, ich wache auf und ich bedanke mich, dass ich ein weiches, warmes Bett hatte, ja, oder dass ich ein Dach über meinem Kopf habe, oder dass ich unter die Dusche mich stellen kann und das Wasser fließt warm oder heute vielleicht eher kalt, was angenehmer wäre, oder mein Kühlschrank ist voll, ja, ich habe so viel im Kühlschrank, was ich eigentlich vieles wahrscheinlich nicht essen muss, also allein dafür kann ich auch dankbar sein. Es gibt wirklich so viele Dinge, wofür wir dankbar sein können, auch dass wir vielleicht in einem Land leben, das demokratisch funktioniert, wo die Menschenrechte auch gewahrt werden, ja, also wo wir gewisse Freiheiten haben, allein dafür können wir auch dankbar sein. Ja. Ja. Es gibt wirklich so vieles, wofür wir dankbar sein können. Tatsächlich ist es auch so, dass jetzt ist ja auch, es gibt so viele Bücher zum Beispiel über Achtsamkeit oder es werden so viele Seminare gehalten, wie man achtsamer werden kann, aber ich denke, wenn wir dankbarer werden könnten, allein das würde ja wiederum zu mehr Achtsamkeit führen. Mhm. Allein durch die Dankbarkeit kriegst du einfach mehr mit. Du wirst bewusster, du kriegst mehr mit, was in deinem Umfeld alles passiert. Und ja, das sensibilisiert dich, du wirst auf jeden Fall wacher und achtsamer. Ja. Ja? Wenn du zum Beispiel an der Schlange stehst und jemand lässt dich vor, sage ich mal jetzt, an der Schlange. Oder du willst mit dem Auto auf die Straße und jemand lässt dich vorfahren. Oder ein Kollege öffnet dir die Tür. Also es gibt so vieles, wofür wir dankbar sein können. Ja. Und das führt wiederum dazu, dass ich einfach meine Sinne schärfe, ich bin wacher, ich kriege mehr mit, ich bin einfach bewusster und achtsamer. Ja, super. Wie setzen wir das denn bei uns in den Therapien ein, auch so in Bezug auch zum Thema zur Spiritualität, weil man sagt ja eigentlich, Dankbarkeit hängt auch mit Spiritualität zusammen. Ja, man kann das auch kombinieren mit einer Meditation, tatsächlich. Also eine ganz einfache Meditation wäre zum Beispiel, ich lege meine Hand oder meine Hände auf mein Herz, also auf den Brustbereich und ich schaue einfach mal in die Vergangenheit. Ja? Ich gucke mal, was ist in der Vergangenheit alles gut gelaufen in meinem Leben, wofür ich dankbar sein kann. Was habe ich mitgekriegt von meinen Eltern oder vielleicht auch von der Schule und so weiter. Das kann schon mal helfen. Ja? Oder auch sogar vor dem Schlafen gehen. Sagt man, wenn man, also was auch sehr hilfreich ist, zum Beispiel ein Tagebuch zu führen, so ein Tagebuch für die Dankbarkeit, wo du wirklich jeden Tag was aufschreibst und hilfreich ist auch, sagt man, vor dem Schlafengehen nochmal den Tag Revue passieren zu lassen, nochmal zu überlegen, was war eigentlich gut, was ist gut gelaufen an dem Tag, wofür kann ich dankbar sein. Also die Selbstreflexion meinst du? Selbstreflexion, genau. Genau. Ja. Ja. Ja, interessant. Also jetzt hast du schon einen Aspekt gesagt, haben wir noch andere Therapieangebote in Heiligenfeld, die wir mit Dankbarkeit verbinden können? Oder sagst du,
Also ich fand ja zum Beispiel, ich durfte ja bei dir dabei sein beim Plenum, ich fand, dass die sich verabschiedet haben, die waren schon sehr dankbar, oder? Ja. Also im Allgemeinen sind wirklich die Patienten sehr dankbar für die ganzen Kreativangebote, die wir haben. Und es ist ja meistens so, dass die Menschen, die zu uns kommen, die sind enttäuscht vom Leben, die sind verletzt, die haben irgendeine Kränkung erlebt. Und das alles führt dazu, dass das Herz zugeht. Und wenn das Herz zu ist, dann kann man eigentlich das Leben nicht mehr genießen. Man sieht die Schönheit des Lebens nicht mehr. Mhm. Ja? Und die Patienten sind eben deswegen dankbar, weil durch die ganzen Gruppensitzungen, durch die ganzen Einzelsitzungen, die ganzen kreativtherapeutischen Gruppen, das Herz wieder sich allmählich öffnet. Und wenn das Herz offen ist, dann sind wir eigentlich wieder in Kontakt. Wir sind einmal in Kontakt mit uns selbst und wir sind auch in Kontakt mit dem Leben. Ah, ja. Und ja, automatisch ist man dann natürlich dankbar und das kriegen wir alle im Plenum dann auch mit, wie dankbar wirklich die Patienten sich verabschieden. Genau. Wir haben uns ja vom Marketing mal was ausgedacht, dass wir so Dankeskarten auslegen. Hast du selber auch schon mal welche vom Patienten bekommen oder sagst du, sie sind noch gar nicht bei mir angekommen? Doch, kriegen wir immer wieder. Sehr schön. Also ich habe auch in meinem Fach oft Dankeskarten für die Kolleginnen und Kollegen aus meinem Team, weil eine Sitzung wunderbar war oder eine Sitzung wirklich sie sehr weitergebracht hat auf dem geistigen Wege, auf dem gesundheitlichen Weg. Und da kriegen wir immer wieder auch Komplimentkarten und Dankbarkeitskarten. Sehr schön. Ja. 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 Jetzt drifte ich noch mal ein bisschen ab, glaube ich. Weil ich mir nicht ganz sicher bin, ob man das so stehen lassen kann. Ich habe gelesen, wenn ich an einer Depression erkrankt bin, also eine generalisierte Angststörung oder eine Phobie erkranke, dann können Menschen auch mit Trauma leiden, auch über Dankbarkeit und Spiritualität das bearbeiten. Siehst du das ähnlich, wenn ich jetzt schon mal so einen Fachmann hier habe? Also ich würde sagen, beides sollte parallel laufen. Okay. Ja? Also einerseits zum Beispiel Meditation, Spiritualität und andererseits auch Psychotherapie. Mhm. Sehr gut. Man könnte es sich auch so vorstellen, Spiritualität ist genauso wie ich sitze auf dem Berg, durch die Meditation sitze ich auf dem Berg und schaue in das Tal hinein. Mhm. Im Tal unten ist das Leben. Da wird gekämpft, da geht es um Interessen, da geht es um Konflikte, da geht es vielleicht auch um Traumata. Ja. Ja? Und da bin ich identifiziert und dementsprechend leide ich auch. Ja. Ja? Okay. Aber zwischendurch mal auf eine Höhe zu kommen und das Ganze von oben zu beobachten, kann helfen, wieder aufzuatmen. Das heißt, ich sehe tatsächlich die Meditation oder die Spiritualität wie eine Stärkung. Ah, ja. Ja? Ich habe dann mehr Kraft. Und mit dieser Kraft oder mit diesem Licht kann ich wiederum in meinen Schatten anschauen. Also C.G. Jung spricht ja da vom Schatten. Mhm. Ja? Jeder von uns hat einen Schatten, genau. Das überwiegend abgespalten ist. Und ja, da möchte keiner hinschauen. Ja. Früher hat man im Orient gesagt, das Kamel möchte seinen Höcker nicht sehen. Ja, genau. Ja? Also so will jeder von uns seinen Schatten eigentlich nicht sehen und das braucht wirklich Mut. Und so mit der Spiritualität. Und auch mit einer dankbaren Haltung ist es vielleicht leichter dahin zu schauen. Ja? Aber dennoch würde ich sagen, es gibt mittlerweile sehr gute Techniken, sehr viele Methoden, wie wir auch psychotherapeutisch natürlich auch dem Patienten eine Methode an die Hand geben kann, wie er sich selber auch helfen kann. Also. Ja? Und deswegen würde ich sagen, parallel. Also kann man im Endeffekt auch sagen, wir bieten beides an, psychotherapeutische Behandlung als auch Spiritualität. Ja, sowieso. Deswegen ist ja auch unser Ansatz ganzheitlich. Mhm. Also sowohl Körper, ja, als auch Psyche, aber auch ja, die Seele. Alle drei kriegen ihre Nahrung bei uns hier. Genau. Vielleicht so zum Abschluss. Du hast ja schon gesagt, man sollte ein Tagebuch schreiben oder mal eine Karte schreiben oder so. Ja. Hast du noch irgendetwas, wo du sagst, das wäre jetzt noch etwas, wo man seine Dankbarkeit auch nochmal ausdrücken könnte? Also, man könnte auch sagen, Dankbarkeit ist wie ein Umschalten, dass unsere mentale Arbeit von Zwangsvorstellungen
zum inneren Frieden, von der emotionalen Blockade zur Kreativität und von der Angst zur Liebe führt. Die Fähigkeit, sich zu entspannen und voller Achtsamkeit präsent zu sein, ergibt sich eigentlich von selbst, wenn wir wirklich dankbarer sind. Und es gibt noch etwas, was wir festgestellt haben, nämlich die Schicksalsschläge. Ja, jeder von uns hat ja schon bestimmte Schicksalsschläge gehabt oder irgendwelche Verluste oder Krisen. Ja? Und wenn man diese Menschen dann, Patienten, wenn man sie dann fragt, Jahre später, wie schauen sie darauf? Die sagen dann wirklich, die meisten, über 90% sagen, ich bin heute dankbar, dass ich das und das erlebt habe. Okay. Ja? Jetzt plötzlich kann ich das Leben viel mehr genießen, ich nehme das Leben viel mehr wahr, viel präsenter bin ich und, und. Und der indische Sufi-Meister, Musiker und Mystiker Inayat Khan hat gesagt, in jedem Gewinn steckt ein Verlust und in jedem Verlust steckt ein Gewinn. Also man könnte sagen, dass zum Beispiel ein weltlicher Verlust wiederum einen geistigen Gewinn in sich hat. Okay. Ja? Oder ein weltlicher Erfolg, ein Riesenerfolg, dann vielleicht zu einem spirituellen Verlust führt. Sehr schön. Ich glaube, ein wunderschönes Schlusswort. Vielen lieben Dank, es hat mir wahnsinnig Spaß gemacht, Bural. Ich glaube, ich könnte mich noch stundenlang mit dir unterhalten zum Thema Dankbarkeit. Ja, ich danke euch. Gerne, gerne. Liebe Hörer, das war unser Podcast aus der Serie Spiritualität. Ich möchte Sie zur nächsten Folge herzlich einladen. Und da habe ich mir überlegt, wir sprechen mal wieder über ein etwas anderes Thema zur Spiritualität. Lassen Sie sich überraschen, wen ich mir als Gesprächspartner dazu eingeladen habe. Ich wünsche Ihnen bis dahin eine gute Zeit, kommen Sie gut bei sich an und seien Sie gespannt auf das, was folgt.